Aber ich habe da Gott sei Dank so einen Bausparer ausbezahlt bekommen vor kurzem. Hab mich auch gewundert, aber sie haben es wirklich brennt. Und ja, ist ja nicht mehr so selbstverständlich, dass heute noch was kriegst auf der Bahn. Nicht? Nein, haben es wirklich ausgezahlt und ich habe gemacht, nach 6 Jahren habe ich gehabt ein Plus von 38,50. Ne? Geht auch nicht zu Fuß, oder? Ich habe gleich gesagt, machen wir 40, passt schon. Nicht? Aber nein, die Giergründe, da haben sie runtergezählt am Cent, genau. Nicht? Nein, nein. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt wo der ekelhafte Reichtum ausgebrochen ist, was tun mit dem vielen Geld? Ne? Und naja, sicher, musst du ja was, nicht, musst du ja wieder ausgeben. Das habe ich nämlich gehört, im Fernsehen hat der Wirtschaftskammerpräsident Dr. Leitl, der hat gesagt, man muss das Geld wieder in die Realwirtschaft investieren. Ne? Und der Dr. Leitl punktet ja nicht nur mit seiner Optik, der ist ein total gescheiter Mensch, ne? Da versteht er wirtschaftliche Zusammenhänge total gut. Und ich habe gedacht, der hat recht, man muss es wieder in die Realwirtschaft investieren. Und ich habe es genommen und habe mir gleich was geleistet, nicht? Weil in Wahrheit, was machst du mit dem Geld daheim? Nicht? Kannst du eh nichts mitnehmen, oder? Willst du der Reichste am Friedhof sein? Jetzt ehrlich. Also ich meine, das ist ja... Ne? Das letzte Auto ist immer ein schwarzer Kombi. Nicht? Also da, glaube ich, sind wir uns einig. Nicht? Also,